Willkommen auf der IFA 2011 in Berlin. Hier den Telekom Media Receiver 500 oder auch kurz MR 500. Dieser Telekom Festplattenrekorder ist für die Kunden die Telekom Entertain Viasat. Wir haben hier das Telekom Speedport B723V, ein aktueller WLAN-Router der Telekom. Dies ist der Telekom Speedport B921V, WLAN-Router der Telekom, hier von der IFA 2011 in Berlin. Dieses Gerät ist WLAN-Router und Telefonanlage in einem Gerät. Das heißt, Sie können hier auch analoge und ISDN-Telefone anschließen. Wir haben hier das Telekom Speedphone 700, ein neues Schnurlostelefon der Telekom, welches am Speedport B723V oder am Speedport 921V betrieben werden kann. Wir haben hier den Telekom Multimedia-Speicher vom Hersteller LG. Dieses Gerät ist ein externes Speichermedium, eine Festplatte mit 1000 GB Speicherplatz, also dies entspricht 1 Terabyte. Wir sind hier auf der IFA 2011 in Berlin und möchten Ihnen hier den Breitband-Internet-Ausbau der Telekom demonstrieren. LTE steht für Long Term Evolution, einem Funk-Internet-Standard. Hier im Hintergrund sehen Sie die Karte, wo bei Hotspots möglich sind. Ganz neu seit diesem Jahr werden immer mehr ICE-Züge auch mit Mobile Hotspots der Telekom ausgebaut. Die Telekom hat in diesem Jahr 2011 angefangen, viele Städte per Fiber-to-the-Home auszubauen, um dort Gigabit-Internet zu schaffen. Wir zeigen Ihnen hier auf der IFA 2011 in Berlin das Samsung Galaxy S2 LTE. Dies ist das Samsung Galaxy Tab 8.9 LTE, das erste Tab mit LTE-Empfang.